gehört, was wir in Deutschlands Boxring haben, ist völlig außer Zweifel. One, two, Hase, der hat ein Distanzgefühl. Das ist einfach einer der perfekten Boxer, trotz seines hohen Alters in der Gewichtsklasse. Muss man ja auch mit den anderen Jungs, wenn er da ist. Ja. Monson. Schön, wunderbar. Jawohl. Einfach klasse. Auch wenn du jetzt mal die Fußstellung siehst, der holt von unten die Kraft raus aus dem Fuß. Einfach super. Ja, schöner Körpertreffer. So, so wie, dann haben wir noch 30 Sekunden. Ja, ja. Da wieder unten. Ja. Und schon noch was, hoffe ich mal. Ja, die tun weh. Ja, ja. Aber schön wieder oben. Ja, immer oben wieder. Oben sozusagen drin und unten dann für den Körper. Ja, der war jetzt ein bisschen tief. Ah, oh, macht der wieder Druck. Boah. Er hat ihn einfach zerschmettert. Ja. Boah, nee, das stimmt wohl. Also seltener die Serien, die wir noch in Runde 1 gesehen haben, aber die sind sehr wirkungsvoll und treffen gut. Auch aufwärts, klasse Treffer. Da ist ja wieder ein Sport und was für einer. Die Hinweise mehr, dass er hier zu dem technisch Besten gehört, was wir in Deutschlands Boxring haben, ist völlig außer Zweifel. Und es gibt ein erstes Anziehen, ich glaube, nicht leichtsinnig werden. Nach Punkten kann er den Kampf gar nicht mehr verlieren. Schon um ganz große Titel gehen. Auf WM-Niveau stelle ich mir das schwer vor. Klasse zum Körper. Wunderschöner linker Körperhaken. Die Halle hat Spaß und wir als Kommentatoren haben es auch. Das ist immer ein Spektakel, das kann man vorher versprechen, weil das einfach für Golden. Ja, schwer zu beurteilen, so eine Runde. Rechte nochmal drin von Kohlkeil. Ja, da war mal echt so wieder Profi 2015. Internationaler deutscher Meister. Das war gute Aktion jetzt hier. In den letzten 10 Sekunden geht sie nochmal richtig zu. Europameister Sergio Garcia. Oh, klasse Kampf, aber beide Seiten. Der Vorne ist dann vorbei. Jakuka. Also klare Angelegenheit für Golden. Jack. Şimdi yumruk kombinasyonuna girmeye çıktı. Sol poşene az önce cevap vermeye çalıştı. Bu yumruklardan gerçek bir kırışma başladı. Arka arka yumruklar geliyor. Adeta yaralı aslan gibi birbirlerine acımasızca yumruklar. Tekrar sağa direkt geliyor. Arka arka yumruklar. Kulkay giderken ayağa takıldı düştü. Hakem de... Sağlı sollu kroşeler. Nefis yumruklar geliyor. Jack Kulkay, Andrade. Ters kart boksör 29 yaşında. Kulkay 31 yaşında. Jack Kulkay peşine düştü şimdi. Arka arka yumruklar atıyor. Ama biraz geç kaldı. Alttan alttan bakıyor. Aparkat denedi tekrar. Jack Kulkay sağ kroşe. Tekrar sağ kroşe, sol kroşe. Jack Kulkay da şimdi aynı şekilde vuruyor. Sağ sol direkler. Boşa sallanan bir yumruk. Andrade sol direğini vurdu. Ters kart boksör yıpratıyor. Jack Kulkay. Aynı şekilde karşılık vermeye çalıştı. Uzandı, sol direk attı. Sağ direk, sol direk. Mücadeleye bakın. Harika. Birkaç defa indirmekten başka ya da nakavt etmekten başka şansı yok. Şimdi atıyor. Sağ sol direkler atarken. Aparkat geldi. Jack. Maçın temposu bozulmasın. Şimdi iki boksör de tekrar sert yumruklara başladılar. Hangisi yıkılacak diye beklemeye başladım. Gerçekten çok serseri yumruklar bunlar. Nereye gideceği, nasıl indireceği belli olmayabilir. Jack Kulkay üzerine gitmeye başladı. Belki de şampiyon.
eski şampiyonu devirecekti. Bakın ringin dışında kalacak bir pozisyon. Andrade yıkılıyordu neredeyse. Son saniyeler. Jeff Kulkay tekrar bastırmaya çalıştı. Ekvador'u sırlardan bakıyor. Son rahatlarda. From either one of these. Oh, that right landed. Yes, that's true. 58-56. That last round in round number five. Excuse me, not last round, but on round number five. Дальняя, вот его. И не нужно ему идти на противника. Чтобы он усыплял противника, усыплял бдительность, а затем выпускал правую. Но вот когда идет в размены, мне непонятно, зачем сер на средней дистанции. Преимущество у Кулкая очевидно. Удары, которые я даже сказал бы, больше похожи на поглаживание в исполнении сера. Иногда, да, точность у сера есть. Но, опять-таки, головой тут же по корпусу, а локти достаточно высоко у сера. И вы знаете, вот эти комбинации соперники у Кулкая, подчеркнул, были не сам, может быть, и no contest, если случайное столкновение головами. И все, рефери, несмотря на то, что доктор... Gute Körpertreffer von Kulkay. Und eine linke zum Kopf hinterher, Thompson. Bei einem Fight um den WBC International. Schöne Kombination von Kulkay. Thompson wird eingedeckt. Nicht zu viel machen jetzt. Sich nicht komplett verausgaben. Nochmal eine rechte, nochmal eine linke. Deutliche Runde für Kulkay. Achtung, nicht zu viel investieren. Und dann ist der Kampf vorbei. Der Ringrichter bricht ab. Schaden entstanden wäre. Und dann schöne Trefferserie. Oh, Amicaro in Nöten. Und jetzt arbeitet er sich ab, das kann er. K.O. in der fünften Runde gegen den Engländer Mark Thompson. Bekam aufrechte Stehen, wo sich Jack Kulkay wohlfühlt, aber dann auch diese interessante Kombination, dass er die bessere, die größere Präsenz hat und weiß, was er im nächsten Moment guckt, er ist angeklingelt. Achtung, Amicaro geht zu Boden, wird angezählt. Kulkay in der Nase, das ist Pfund, das ich Ihnen versprochen hatte und jetzt setzt er nach. Amicaro fast wehrlos. Ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt schon gleich zu Ende ist. Kulkay nochmal mit der linken. Rettet sich Amicaro noch in die Ringpause. Wird links und rechts getroffen. Serien zum Körper, zum Kopf. Achtung, aus! Jack! Go back, Jack!